Die heiße Phase des Wahlkampfes hat begonnen. Alle Parteien stellen Infostände auf, um mit der Bevölkerung in Kontakt zu treten. Auch die ÖVP unter dem Namen Team Kurz macht da mit. Vor dem Einkaufszentrum in Eisenstadt war der Stand aufgestellt. Nicht nur fertige Werbemittel wurden am Stand und im Einkaufszentrum verteilt, sondern die ÖVP-Jugend stellte fleißig Anstecker her. Bei einem Café konnte man sich über die Absichten des Team Kurz informieren. Schade war nur, dass Kurz selbst, der auch in Eisenstadt war, es nicht der Mühe wert fand, seine fleißigen Mitstreiter zu besuchen. Wir stehen hier vom Einkaufszentrum in Eisenstadt. Wie läuft die Unterstützung für Sebastian Kurz? Ja, bei uns läuft es recht gut. Wir haben da ganz viele Leute, die wir ansprechen können, die ins Einkaufszentrum da reingehen. Wir produzieren ganz brav Buttons und Flyer verteilen wir den ganzen Tag schon. Ja, und am Nachmittag geht es dann weiter am Eislaufplatz und dort kommt dann auch der Sebastian Kurz. Habt ihr eigentlich das Gefühl, dass das wirklich was nutzt, dass man die Leute überzeugen kann? Also wir sehen schon, dass das, was der Sebastian Kurz macht und das, was wir da auch einfach weitergeben, die Botschaft, dass das vielen Leuten gefällt und so gesehen bringt es natürlich was. Und sobald wir eine Person erreichen, ist das schon was wert.